Könnt ihr nicht mit dem kämpfen, was ihr schon habt? Müsst ihr euch da immer noch Nachschub holen? Seid solche Verlierer, wisst ihr das? Jetzt seid ihr bei mir unten durch, ne? Jetzt respektiere ich euch nichts mehr, ne? Für mich, ne? Kein Respekt mehr vor euch. Ihr seid doch nur unbedeutend, jedenfalls sage. Holen sie Verstärkung aus dem Hinterland. Wie langweilig ist das denn? Totalen Versager, oder? Okay, wir jagen erstmal die Fabriken in die Luft. Dann wird es etwas... ich habe fast die Hälfte meiner Einheiten schon wieder verfeuert. Geil. Artefakt entdeckt. Artefakt wurde gefunden. Ist ein wunderbares Forschungslabor treffen, Artefakt aber... Artefakt entdeckt. Artefakt wurde gefunden. Spiele ich eigentlich noch mit? Ja, ich spiele noch mit einfacher Geschwindigkeit. Das haben wir einen Moment lang Sorgen drum gemacht. Artefakt entdeckt. Okay, das Artefakt nimmt da noch mit. Nein, ein Ass schießt aber den Feind. Artefakt wurde gefunden. Hör dir auf! Nein, fahr raus, fahr weg. Ich habe noch nicht gewonnen, oder? Nein. Gut, gut, gut. Mittlerer Rumpf Skorpion. Mit Kraftstoffeinspritzung MK2. Synaptische Verbindungen. Was konnten die wieder? Keine Ahnung. Egal, ich habe noch nicht gewonnen, das heißt, ich kann es erforschen. Und ich werde ganz viele neue Einheiten brauchen. Warte ich die Forschung noch ab? Unnötig. Also, wir bauen nochmal 3 davon, weil ich glaube, die sind gut. Auch wenn ich sie noch nie wirklich im Kampfansatz gesehen habe, aber egal. Und dann noch 3 Panzer. Ja, so sieht es doch ganz gut aus. Ja, doch. Klingt gut. Durchbruch in der Computertechnologie? Cyborg-Fabrik. Okay. Computerforschung abgeschlossen. Interessantes Video. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was das darstellen soll. Das ist natürlich eine direkte Verbindung zwischen Mensch und Maschine. Cyborgs können nun erforscht werden. Okay. Nur, wer will Cyborgs haben, wenn er Panzer hat? Scheint mir leicht unnötig. Gut. Also für mich wirkt es jetzt reichlich unnötig. Mann, hallo, ich habe Cyborgs. Ja, Cyborgs, was will ich mit Panzer? Nein, andersrum. Ich habe Panzer, was will ich mit Cyborgs? Verstärkungen sind eingetroffen. Ist doch völliger Blödsinn. Oh, guckt euch an, wie fett die jetzt aussehen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Sieht so richtig... Forschung abgeschlossen. Sieht so richtig nach Panzer jetzt langsam mal aus. Okay, was haben wir da? Fahrzeugforschung abgeschlossen. Da gehe ich mit Cobra schneller als Cobra. Miam, 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 miam. Na, ich drücke jedes Mal falsch drauf. Was soll ich noch damit? Ich bleib bei Python. Ganz klar. Psst, 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 ich bin eine Python. Oh, was ist das? Ein Professioneller. Ich habe wieder einen Professionellen. Geil. Was bist du denn? Lancer? Geil. Halbketten. Muss schauen, wie lange ich den behalte, bevor ich wieder in die Luft fliege. Ich, ja, bevor er wieder in die Luft fliegt. Grundlagenforschung abgeschlossen. Automatisierte Cyberproduktion. Klingt interessant. Gebäudeforschung abgeschlossen. Produziert Cyborgs! Toll. Lohnt es sich? Keine Ahnung. Wenn ihr Ahnung habt, ob die sich lohnen, erzählt es mir. Gut, bis dahin habe ich es wahrscheinlich schon wieder halber durch, aber... Lohnt sich Cyborgs? Forschung abgeschlossen. Wow, wow, wow.
Reparaturanrichtung MK3 bin ich dafür. Kein neues Video. Och, ich mag die Videos irgendwie. Sind zwar nicht grafisch nicht so toll wie heutige Videos, aber ist schön anzusehen. Und oh, schaut euch mal die Fahrzeuge an. Oh, das sieht so geil aus, wie ich finde. Die sind so richtig schön fett. Ich meine, guckt euch mal das lumpige Ding hier an, das Cobra. Und das ist auch Cobra, ne? Das sieht doch scheiße aus. Aber das, ja, ist richtig fett und oh, mit zwei Paar Ketten und Kettenräder, Halbketten. Oh, herrlich. 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 Und oh, neue Raketen. Mit 8 Stück? 2, 4, 6, 8, ich zähle 8. Okay, wenn ich wegen höherer Auflösung hätte, könnte man es genauer erkennen, aber 1280x720 läuft so schön flüssig und 1920x1080 irgendwie überhaupt nicht. Leider nicht. Leider nicht. Und baue ich eigentlich noch? Kontrollgrenze erreicht. Produktion eingestellt. Grundlagenforschung abgeschlossen. Was, ich kann noch nicht. Gebäudeforschung abgeschlossen. Erhöht Produktionsrate von Cyberfabriken. Habe ich irgendwie fast schon erwartet. Und wir können das Ganze mal irgendwie beschleunigen, glaube ich. Und mal speichern. Irgendwo speichern. Oh, sie sehen so viel geiler aus. Komm. Du stellst jetzt mal neben deinen Kumpel da. Ich meine, schaut euch mal den Unterschied an. Oh, das ist doch einfach nur lächerlich, das lumpige Ding dagegen, ne? Hä? Hat er gerade weggeschossen auf was? Nein, nur eingebildet. Wahrscheinlich irgendwie die Hintergrundmusik oder so. Gruppe 2, meldet! Ich habe alle die gleiche Stimme, fällt mir gerade auf. Sind wahrscheinlich alle miteinander verwandt. Hey, guck mal, meine Frau ist meine Tante. Ah, Inzesteinheiten. Ich habe eine Inzestarmee. Feuer. Geil. Oh, jetzt habe ich auch diese komischen blauen Dinger. Warum sind die blau? Verstehe ich nicht. Forschung abgeschlossen. Okay. Kein neues Video, oder? Nein. Dann jagen wir noch in die Mauern in die Luft. Vielleicht gibt es ja eine Beförderung oder. Gibt es Beförderung, wenn man Mauern in die Luft jagt? Gute Frage. Ich habe so wenig Ahnung von dem Spiel. Schlimm. Oh, es ist so übel mit den ganzen Raketen, die an den Gegenflogen kommen. Ich glaube, meine Einheit ist jetzt immer noch in der. Wann kann ich mehr bauen? Kann ich jemals mehr bauen? Brauche ich mehr? Habe ich jetzt schon nicht zu viel? Ja, ich habe schon mitgekommen, dass die Grenze eingestellt ist. Irgendwo noch ein paar Blechhütten in die Luft. Speichern nochmal. Irgendwo, egal wo. Wir spielen auf schwer und es ist so einfach. Forschung abgeschlossen. Ja, das war die letzte Forschung. Kein neues Video. Das sind die Fetten, oder? Nee, doch. Python. Feindliche Basis ausgelöscht. Missionsziel erreicht. Wieso ist das so einfach? Nein, nicht beschweren. Hör auf, dich zu beschweren, du Idiot. Commander, Sie haben die Technologie der synaptischen Verbindung geborgen. Die ersten Untersuchungen zeigen, dass diese sehr vorteilhaft für das Projekt sein wird. Die synaptische Verbindung wurde von der Reed Corporation in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Militär entwickelt. Die synaptische Verbindung erlaubt die beinahe verzögerungsfreie Übertragung von Gedanken eines menschlichen Bedieners an die Steuersysteme eines Fahrzeugs. Die synaptische Verbindung wird